Ja, Leute, und damit herzlich willkommen zurück zu Mittelerde Mordor Schatten, wo wir uns jetzt auf unserem Karagor reitend immer noch durch die Länder von Udun schwingen und hier in 30 Fuß nochmal diese eine Dolch-Legenden-Mission machen wollen. Generell werden wir diese Folge nochmal auf jeden Fall die letzten Missionen hier versuchen abzuklappern. Das ist auch die letzte nachsynchronisierte Folge, nachdem das Audiomaterial nicht aufgenommen wurde. Und jetzt, ja, machen wir das Geflüster des Todes. Töte 5 Uruks, nachdem du sie mit der Fähigkeit Anlocken zu dir geführt hast. Okay. Dürfte interessant werden. Den können wir schon mal anlocken. Zusätzliches Ziel lässt sich nicht entdecken. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Boah, der hätte uns schon fast entdeckt. Das war knapp fix. Ah, mit ein bisschen Glück kriegen wir das schon hin. So. Da steht Nummer 2. Den locken wir auch mal ganz gediegen hier hinten hin. So, da kommt er auch an. Den sollten wir auch gleich kriegen. Nochmal ein wenig aufmerksam gemacht und zack. Gute Nacht, mein Kollege. So. Schleicht da jemand umher? Der kleine Fettmann da möchte anscheinend auch nochmal einen Dolch durch die Gesichtsmuskeln bekommen. Oder durch den Bauch eben. So, 2 Urukai fehlen noch. Und den hinten machen wir mal nicht aufmerksam. Das wäre dumm, glaube ich. So. Das war ein Brandmarken, das wollte ich eigentlich nicht. Aber gut, einmal ganz kurz hinter ihn gehen, anlocken und direkt killen. Das ist natürlich eine sehr gute Taktik. So, den nochmal anlocken und umlegen. Auftrag abgeschlossen, 400 XP und nochmal zusätzlich was bekommen. Sehr schön, Archan. Und damit haben wir die Legende des Dolches, denke ich mal, vollendet. Du hast die Legende deines Dolches vollendet. Archan wurde vom Geist erneut geschmiedet und seine Geschichte wurde in die Klinge eingraviert. Ja, jetzt können wir uns den Dolch hier noch ein bisschen angucken. Diese schöne Gravur, ein heimlicher Dolch in schwärzester Nacht versetzt Schurken in Schrecken. Ja, nicht schlecht. Aber die Runen haben wir sowieso schon voll ausgeschöpft für das Ding. Aber bei den Bogenrunen haben wir die Tötung durch Tarzas Messer den Feuersturm bekommen und den können wir nochmal einsetzen. Dann sollten wir Brandpfeile in nächster Gelegenheit mal skillen. Der Stahl des Sohns ist vollkommen. Eine Macht. Stark und ruhig, scharf und silbern. Ja, Archan, also die erste Legende haben wir damit komplett durch. Und ja, jetzt gucken wir nochmal, ob wir nicht in der Ghoul-Höhle ein wenig mehr Erfolg haben können. Wo wir ja in der letzten Folge von der Matrone und ihren Jungs aufgespießt wurden, im wahrsten Sinne des Wortes. Das war nicht witzig. Aber ich könnte mir vorstellen, dass wir es jetzt ein wenig besser zumindest hinkriegen. Einmal kurz schleichen. Den können wir mal kurz massakrieren. Zack. Wunderbar. So, dann ab in die Ghoul-Höhle. Doch eine schwere Mission. Also hiermit hatten wir schon öfter Probleme. Ja, X und A für Geistesblitz, das wissen wir natürlich. Aber einfacher macht es die ganze Sache dann doch irgendwie nicht. Muss man so sagen. So. Das erste Ghoul-Nest sollten wir damit auch gleich haben. Jo, 1 von 3 Ghoul-Nester beseitigt. Wenig Energieverlust. Das ist gut. Aber die Matrone kriegt man auch sehr, sehr schwer zu fassen, wenn die halt in dieser Menge ist. Das macht es halt so schwer. So, wir schlagen hier fleißig um uns. Das dürfte das zweite von den 3 Ghoul-Nestern gewesen sein. So, der versucht uns hier noch zu treffen, aber wir killen ihn. Okay. So weit, so gut. Bisher läuft es nicht so schlecht, muss man wirklich sagen. Ich dachte ja irgendwie die ganze Zeit, man muss hier Feuer benutzen, aber irgendwie haben wir ja kein Feuer in der Höhle. Das ist so ein wenig, ja, problematisch. So, zack. Und jetzt hier noch die restlichen 3 ausmerzen. Und jetzt sollen wir die Ghoul-Matrone töten. Jetzt war ich hier erstmal so ein bisschen am Jumpen. Und dachte mir, durch den Schattenangriff können wir die eigentlich ganz gut versuchen, zumindest zu killen.
Nochmal einen Schattenangriff rein. Das hat doch gut geklappt. So. Jetzt habe ich hier aber leider meinen ganzen Fokus schon verbraucht. Und da hat sie uns übel erwischt. Das kleine Drecksding. Und deswegen sollten wir uns jetzt hier irgendwie versuchen, ein wenig aus der Affäre zu ziehen. Es sind aber auch einfach so krank viele. So, Elbengeschosse haben wir auch nicht mehr. Ich dachte, diese Laterne anzünden könnte vielleicht unter Umständen helfen. Aber wirklich befreien können wir uns hier nicht. Und ich habe das Gefühl, hier kommen unendlich neue Ghule. Und wir haben nichts zum Heilen. Jetzt habe ich hier Urfaels Dings genommen. Den kleinen Ghule. Hat aber auch nicht viel gebracht, wie ihr seht. Damit kann man ja Hinrichtung ausführen, unbegrenzt. Aber Ghule kann man ja auch so killen. Den ersten kriegen wir jetzt noch abgewimmelt. Glücklicherweise. Aber mit den nächsten wird es doch jetzt schwer. Weil das einfach so fucking viele sind. Oh Mann, da ist die Matrone. So, Schattenangriff hat wieder ein bisschen Damage gemacht, aber jetzt nicht allzu viel. So, noch ein Schattenangriff reingehauen. Und da habe ich sie dann leider nicht anvisiert bekommen. Die kleine Drecksmatrone. Und jetzt kassieren wir schon wieder ordentlich Damage. Ist nämlich auch echt stark, das ist echt nervig. So, weiterhin im Kampf gegen das Matrönchen und jetzt hat es uns erwischt. Und das ist nicht gut. Das ist überhaupt nicht gut, weil jetzt killt sie uns. Jo, ich habe es ja schon gespielt, ich kommentiere es hier nur nach, aber selbst wenn ich es sehe, ja, gehen mir Tränen in die Augen, denn das war wirklich ein jämmerlicher Kampf mal wieder. Diese Ghoulhöhle wird langsam zu unserem Albtraum. Also, ihr seht's, wir haben wieder verkackt. Wir haben es wieder nicht geschafft. Langsam schon etwas traurig, aber gut. Was will man machen? So. Was ist das für eine magische Kraft, mit der du in ihren Geist dringst? Das ist nicht... Nichts Gewöhnliches, ja. Das kann man so sagen. Der Widerstand. Nichts Gewöhnliches. Es ist die Macht, Schrecken unter den Dienern des Feindes zu sehen. Es ist die Macht, die zu jagen, die dem dunklen Herrscher folgen. Ja, ja, ja. Okay. Also habe ich mich dann nochmal dazu entschlossen, hier ein paar Sklavenmissionen bei den Uruk-Höhlen zu machen. Das macht sich immer ganz gut. Ist immer ganz sinnvoll und die sind zumindest auch nicht so schwer. Also die kriegt man gut und schnell hin. Da sollten wir eigentlich keine größeren Probleme mit haben. Aber ihr seht schon daran, dass ich hier den Konjunktiv verwende. Allzu sicher, ob das wirklich so ist, bin ich mir nicht. Aber an sich wird das hier, denke ich mal, keine allzu große Herausforderung sein für uns. So, nächste Flüchtlingsmission, der Widerstand. Wollen wir doch mal sehen. Rette die Sklaven, töte Uruks mit einem Angriff von oben. Okay, hier dachte ich mir ganz cool, ich beam mich direkt zu den Sklaven hin. Das hat aber leider nicht so gut geklappt. Deswegen müssen wir sie doch jetzt einzeln ablaufen, lieben Herren. Aber das sollte ja machbar sein. So, hier habe ich einen Schützen erblickt. Ich dachte mir, den kann ich gleich mal enthaupten. Und dann sollte ich auch direkt beim Sklaven angekommen sein. Den terrorisieren wir mal richtig schön. Dann dürfte der da eigentlich weglaufen und wir können den Sklaven easy peasy losschneiden. Sehr gut. Es gibt noch andere, die dich brauchen. Bitte finde sie. Boah, die finden wir. Das hat sehr, sehr gut geklappt. Bevor die überhaupt gerafft haben, dass sie einen Eindringling haben, sind wir schon auf dem Weg zu Sklave Nummer 2. So, den können wir auch mit Schattenangriff enthaupten und dann den zweiten Sklaven gleich mal losschneiden. So, Kamera backt ein bisschen rum, egal. Er ist frei.
Damit haben wir jetzt 2 von 3 und den letzten, den sollten wir auch noch finden. Ziemlich weit auseinander, also ein großes Lager hier, diese Urukhulen. Urukhulen Festung oder wie auch immer man es bezeichnen will. So, wo ist Sklave Nummer 3? Da hinten. Zack. Boah, diese Enthauptungen sind schon übel. So, gerade noch, bevor uns der Speer getroffen hat, abgeschlossen, Fähigkeitspunkte erhalten, sehr schön. Und dann nehmen wir hier noch diese weitere Slavenmission Schweig mit. Gefangenenlager Festung, einen Fähigkeitspunkt haben wir. Und den wollen wir jetzt auf jeden Fall mal in die Brandpfeile investieren, da wir da auch diesen Bonus bekommen haben. LT und RB gedrückt halten für den Brandpfeil. Einzige Latrine für diese Kreatur. Werden wir mal sehen, wie gut das so klappt. Vor allem gegen die Ghule rechne ich da. Ja, für die nächste Folge, wo wir es auf jeden Fall nochmal probieren werden mit der Ghule-Höhle, mit einem positiven Effekt, wenn wir der Matrone so einen Brandpfeil ins Gesicht hauen. So, zack. Da sind wir auch gleich schon dicht dran an der nächsten Sklavenmission. Zeig mir, was du kannst, kleiner Tark. Lass uns ein wenig Spaß haben. Snargok, der Fleischsammler, hat ein kleines Wildschwein an sich dran. Nicht schlecht. Oder zumindest an seinem an seiner Waffe. Sieht ganz nett aus. Und wenn hier so ein kleiner Hauptmann aus dem Maul will, können wir den ja auch noch kurz mitnehmen. Das durchaus. Kleine Hinrichtung hier nochmal. Den wollte ich eigentlich nicht hinrichten, aber manchmal lässt sich das halt nicht verhindern. Jungs, es ist doch für jeden was da. Sagt hier nochmal einmal ins Gesicht. Ich kann dich nicht verletzen. Ich würde sagen, ich habe dich gerade mal ja nicht enthauptet, aber dir zumindest die Kehle durchgeschnitten. Tja, eine schöne Waffe hat er, da kann man nichts sagen. Und liegt jetzt halt auf dem Boden ohne ihren Herren. So ein kleiner Wildschweinkopf auf einer Axt. Hätte Obelix damals wahrscheinlich auch gut gefunden, wobei der braucht natürlich keine Waffen. Der kämpft sich auch so durch die Römer oder durch die Urukai in dem Fall. So, einmal hier hochgeklettert und dann Schweig gestartet. Für jede Beleidigung, ob wahrhaftig oder bloß eingebildet, werden die Slaven von ihrem brutalen Zuchtmeister hingerichtet. Er rette sie vor diesem ungerechten Schicksal. So. 3 Slaven, wenn ich das richtig sehe. Gehen wir gleich mal zu ihmchen hier hin und enthaupten ihn. Bin nämlich direkt schon beim ersten Sklaven am Start. Wirst du das wohl lassen, du kleine Ratte? Du Ratte! So, jetzt hat's geklappt. Und zwar so gerade noch, aber jetzt kommen wir hier nicht mehr raus, oder was? Behinderter Berserker, verpiss dich! So, den mal kurz abgeschossen. Den nochmal kurz was gegeben, zack. So, jetzt sollten wir eigentlich hier türmen können. Alter. Das war doch nicht gerade wenige. Na gut. Vielleicht können wir uns einen kleinen Vorteil durch das Feuer verschaffen. Ich denke doch mal. So, das war der zweite Slave. So, da sehe ich doch links zu meiner Linken ein schönes Brandfass. Das sollte uns auch genug Zeit eben um diesen letzten Sklaven hier zu retten. Na. 2 Stück sind jetzt auch übrig. Die wollen rummucken. Das kann ich ja kaum glauben. So, gute Nacht, mein Freund. Schlitzi, Manitzi. Das war's mit ihmchen. Und jetzt können wir auch den letzten der Sklaven befreien. Auch dieser Auftrag abgeschlossen. Ich weiß, es war dumm, diesen Ort zu beleidigen. Doch ich würde es nochmal tun, nur um dich kämpfen zu sehen. Tja. Trotzdem warst du mein Freund und trotzdem solltest du solche Sachen in Zukunft lassen. So, 1430 Mirian. Aber wir warten nochmal, um die anderen beiden Superfähigkeiten für den Bogen und für den Dolch freizuschalten. Urfaels Flamme haben wir ja schon, aber naja, das bringt uns gar nicht so viel. So, jetzt gucken wir hier einmal kurz rum und tatsächlich sehen wir ja eigentlich keine weitere Slavenmission, aber ich hatte einfach nochmal Lust,
einen Häuptling zu killen. Ich habe gerade gesehen, es war ein Häuptling-Auftrag, ist direkt bei uns auch in der Nähe, aber ich habe jetzt den hier genommen, Utug der Endlose, wo wir die Festung verwüsten sollen. Und weil wir jetzt mit der einen einzigen Mission hier noch gescheitert sind, dachte ich mir, nehmen wir in dieser Folge aber auf jeden Fall nochmal, wie wir einen Häuptling plätten, auch wenn es nur einer in Udun ist, die in die fünf oder vier verbleibenden Häuptlinge am Nonnenmeer sollen wir allesamt beherrschen. Einen haben wir davon schon beherrscht. Töte die Erde und der Bulle wird attackieren. Ja, der Bulle, Utug, der Endlose. Ist jetzt nicht so ein wirklicher Bulle, eher ein Bullchen mit Macht 7. Das ist doch eher lächerlich, aber gut. Töte 20 Uruks innerhalb von 20 Minuten. Das ist jetzt die Vorgabe, die wir hier haben. So, ich habe erstmal fleißig alles so ausgelöst, was ich so kenne, was Aua macht für die Jungs. Da haben wir direkt mal Karagor-Besuch bekommen. Zack, hier auch nochmal alles schön angezündet. Damit geht der Count auf 3 hoch. Korrigiere 4. Den können wir auch nochmal kurz eliminieren. Den Herrn auf der Brücke töten wir per Schleichangriff. Der hat nochmal eins aufs Maul verdient. So, und den Schildträger exekutieren wir auch nochmal. Über die Hälfte haben wir jetzt schon. 11 von 20. So, hier nochmal die Karagor anlocken. Die mögen es ja auch, ein paar kleine Urukai zu verspeisen, genauso wie ich in meiner Freizeit. Ist Urukfleisch eins meiner Leibspeisen? Nein, natürlich nicht, aber es könnte so sein. So, 15 von 20 Uruk, so langsam sollte Utug doch seiner Besatzung zu Hilfe kommen. Und so wirklich gut sieht es nicht für die Jungs aus. So, kein Elbengeschoss mehr, egal. Dann einfach rein in die Menge, ist die Devise. So, den Berserker exekutieren wir mal per Kampfhinrichtung. Das bietet sich an. Und jetzt braucht es nur noch einen Urukai, dann haben wir es. Das dürfte doch er hier sein. Zack. So, Utug, wo bist du? Utug der Endlose. Endlos hässlich, das kann man, glaube ich, durchaus so sagen. Boah. Na gut, aber wir können ja schon mal ein bisschen üben. Wer bist du denn? Endlich treffen wir uns. Und du erfüllst meine Erwartungen. Ortug Fleischschlemmer. Das ist ein kultivierter Name, mein Freund. So. Ich hoffe, die Karagor kommen hier nicht in den Weg. Dann kann ich den nämlich einmal kurz komplett platt machen. Ich sagte, die Karagor kommen hier nicht in die Nähe, hoffentlich. Gut, jetzt habe ich den einen Karagor gefüllt. Kein Elbengeschoss mehr, super. Und jetzt ist er wieder voll aufgeheilt. Na gut, dann holen wir uns halt Utug. Der doch tatsächlich Furcht vor Karagor hat. Was für ein heldenhafter Häuptling. Naja, aber ja, was ich sagen wollte, die Häuptlinge nur mehr sollen wir allesamt beherrschen. Da können wir ja schon mal mit einem in Udun üben und versuchen, den auch mal zu beherrschen. Jetzt, wo er sowieso auf der Flucht ist und ungeschützt von seinem Gefolge, wollen wir mal so richtig schön plätten. Nochmal eine Kampfhinrichtung hinterher. So, jetzt hat er hier noch einen Typen am Start. Sein Hauptmann ist schon weit weg, wie es aussieht. So, da wusste ich gerade nicht, was der Schildträger jetzt hier will. Der stört nämlich irgendwie nur. So, während Utug da oben versucht zu türmen, haben wir den jetzt mal eliminiert. Und da haben wir ihn noch wieder. So. Zack, und jetzt ein kleiner Klingenhagel. Zappel nicht so. Bleib nah bei mir, mein Schatz. Ich will deinen Atem spüren. So. Töten oder beherrschen können wir jetzt machen. Und wir beherrschen ihn natürlich. Und befehligen ihn, habe ich mir gedacht. Utug, der endlose Gebrandmark, steht jetzt unter unserem Befehl. Und ja, da habe ich mir noch gedacht, könnte er glatt mal eine Revolte gegen Ishka Hitzkopf, unseren alten Erzfeind, machen. Neuer Machtkampf geschaffen. Ishka Hitzkopf. Und stell sicher, dass der von dir gebrandmarkte Häuptling die Revolte gewinnt. Genau das werden wir in der nächsten Folge machen und hoffentlich erfolgreich nochmal in die Ghoul-Höhle zurückkehren. Das war jetzt die letzte von 3 nachsynchronisierten Folgen. Den Häuptling haben wir jetzt noch gekillt und das ist auch gut so. Ich sehe euch in der nächsten Folge wieder. Bis dann.